Sie achten darauf, dass Ihre Fingergruppen während der gesamten Übung ununterbrochen immer miteinander in Berührung sind. Solche Übungen, die können Sie mit Menschen machen, mit denen man solche Übungen machen kann, ja? Aber nicht mit meiner Frau. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und ein Wunder ist geschehen. Während Sie tief und fest geschlafen haben, haben sich Ihre gemeinsamen Probleme in Luft aufgelöst. Es ist der Morgen nach dem Wunder. Was soll man da noch heruntermachen, wo im Vornherein schon alles ganz unten ist?